Wir haben so viele Jahre auf das Erscheinen dieser Person gewartet, und zwar auf das Erscheinen des besten Wissenschaftlers der Welt, von Dr. Vegapunk. Und dabei haben wir auch in Kapitel 1061 den anscheinend echten Vegapunk sehen können. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Frau eben nicht Dr. Vegapunk ist, weil es sehr viele Indizien dafür gibt, dass Vegapunk ein alter Mann sein müsste. Was hat aber Dr. Vegapunk mit Ruffy zu tun und wieso könnte auch das Erscheinen von Vegapunk bedeuten, dass Ruffy tatsächlich genauso wie auch Blackbeard während Marineford eine zweite Teufelsfrucht essen wird? Das erfahrt ihr in diesem Video, deswegen könnt ihr sehr gerne für die Unterstützung einen Daumen nach oben da lassen, eure Meinung zu dieser Theorie in die Kommentare schreiben und auch sehr gerne den Kanal abonnieren. Aber ja Leute, viel Spaß mit diesem Video. Shusui One Piece, alles rund um One Piece Theorien. Weeha! Bis jetzt, bis One Piece Kapitel 1061, bis ins Jahr 2022, bis zur finalen Saga, ist Blackbeard die einzige Person anscheinend in der gesamten Story von One Piece gewesen, die zwei Teufelsfrüchte gegessen hat. Dabei kann man sich natürlich fragen, wieso ist Blackbeard die einzige Person? Denn es sollte natürlich auch logisch sein, dass irgendjemand mal im Laufe der zum Beispiel letzten 800 Jahre versucht hat, zwei Teufelsfrüchte zu essen, und anscheinend soll dann auch diese Person gestorben sein. Ansonsten hätten zum Beispiel auch nicht die Gorosei so reagiert, als ob eben Blackbeard die erste Person gewesen ist, die zwei Teufelsfrüchte essen kann. Also wie soll Blackbeard das geschafft? Obwohl es ja anscheinend eben zumindest so wie es aussieht gar nicht möglich ist. Und ich denke, die Antwort darauf, die sehen wir im Jaya-Arc, und zwar beim ersten richtigen Auftritt von Blackbeard. Da haben wir Blackbeard gesehen in der Bar neben Ruffy. Ruffy hat sich so gesehen aus Zufall neben Blackbeard gesetzt. Es war einfach nur Schicksal, dass sich Ruffy, Joyboy so gesehen, neben Blackbeard gesetzt hat. Der Sonnengott Ruffy neben den möglicherweise Mondgott Blackbeard. Und zwar haben wir da auch gesehen, dass die beiden komplett unterschiedlich zueinander sind, aber dennoch auch genau gleich eigentlich. Und zwar haben Blackbeard und Ruffy beide jeweils ein Stück Kirschtorte gegessen und ein Bier. Und Ruffy hat bei dem Bier gesagt, es schmeckt lecker. Blackbeard meinte, es schmeckt scheußlich, hat es ausgespuckt. Und bei der Kirschtorte war es komplett unterschiedlich. Und zwar liebte Blackbeard diese Kirschtorte. Er fand sie unfassbar lecker und Ruffy hat sie überhaupt nicht geschmeckt. Und dann auch kurz darauf, als Ruffy, Nami und Zoro aus der Bar wieder rausgegangen sind nach dieser Auseinandersetzung mit Bellamy, da haben wir Blackbeard auf dem Boden sitzen sehen auf Jaya und Blackbeard hielt seine legendäre Rede, die Träume eines Menschen werden nie enden. Und da haben wir auch gesehen, dass alle Menschen ausgeblendet wurden, außer Nami, Zoro und Ruffy. Das heißt, niemand hat wirklich verstanden, was Blackbeard dort meinte, außer unsere drei Protagonisten, außer eben Ruffy, Zoro und Nami. Und da sehen wir eben, was Blackbeard für eine besondere Gewichtung hat, abgesehen von seinem Charakter, auch eben das, was Blackbeard sagt. Und das sehen wir eben daran, dass es an sich niemand verstanden hat, außer eben diese drei Personen aus der Schrotpiratenbande. Und dabei sehen wir auch im Jaya-Arc, wie unfassbar ähnlich, aber dennoch unterschiedlich Ruffy und Blackbeard zueinander sind. Also sind die beiden so gesehen ein Äquivalent zueinander. Und zwar, das haben wir ganz deutlich daran gesehen, wie die beiden auf das Essen und auf das Trinken reagiert haben. Wenn wir jetzt mal ganz genau auf Blackbeard schauen, und zwar wie er auf das Bier reagiert hat, da haben wir gesehen, dass Blackbeard das Bier komplett ausgespuckt hat. Es hat ihm nicht geschmeckt und das haben wir eben daran gesehen, dass Blackbeard es nicht runterbekommen hat und natürlich auch deshalb nichts mehr davon getrunken hat. Wenn wir das jetzt mal im Hinterkopf behalten, dass Blackbeard eben nichts konsumiert, eben nichts isst oder trinkt, was ihm nicht schmeckt, dann schauen wir mal auf den Marineford-Krieg und zwar eben dahin, als Blackbeard die Frucht von Whitebeard, so wie es aussieht, gegessen hat, dann sehen wir eben daran, dass die Teufelsfrucht, die Beben Teufelsfrucht nicht mehr da war. Anscheinend hat Blackbeard die gesamte Frucht komplett aufgegessen, aber auch das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, denn wir sehen eben zum Beispiel am Bier auf Jaya, dass Blackbeard nichts isst oder nichts trinkt, was ihm eben nicht schmeckt, und wir wissen auch, dass Teufelsfrüchte sehr eklig schmecken. Das konnten wir beispielsweise sehen während des Enies Lobby Arcs, als Eki und Khalifa ihre Teufelsfrüchte gegessen haben. Die beiden mussten das schon fast wieder ausspucken, die waren kurz davor sich zu übergeben, wegen eben dem Geschmack einer Teufelsfrucht, der wirklich sehr eklig ist. Oder das konnten wir zum Beispiel auch sehen, als Sabo die Feuerfrucht gegessen hat im Kolosseum. Auch da meinte Sabo, dass die Teufelsfrucht wirklich scheußlich schmeckt. Deshalb, wir wissen auf jeden Fall, dass Teufelsfrüchte extrem eklig schmecken und dennoch war die Teufelsfrucht nicht mehr da. Das heißt,
Blackbeard hat anscheinend die gesamte Teufelsfrucht aufgegessen, obwohl wir eben während Jaya gesehen haben, dass Blackbeard nichts isst oder eben auch nichts trinkt, was ihm nicht schmeckt. Das heißt, Blackbeard kann an sich nicht die Teufelsfrucht gegessen haben, er wird sie sehr wahrscheinlich eben durch seine Finsternisfrucht einsetzen können. Das heißt, die Bebenfrucht von Whitebeard ist nur an Blackbeard gekoppelt durch die Finsternisfrucht. Das heißt somit auch, theoretisch gesehen muss Blackbeards Körper nicht mehr als eine Seele besitzen. Eine Seele in Blackbeards Körper würde ausreichen, weil er eben durch die Finsternisfrucht die Kräfte der Bebenfrucht speichern kann und die Bebenfrucht somit auch eingesetzt werden kann bzw. kontrolliert werden kann, aber nicht wirklich konsumiert wurde. Das heißt, die Seele der Teufelsfrucht wird nur durch die Seele der Finsternisfrucht aufgehalten. Somit können wir davon ausgehen, dass man nicht unbedingt zwei Seelen braucht, um zwei Teufelsfrüchte zu essen. Und das könnte auch bedeuten, dass es eben nicht nur diesen einzigen Weg gibt, durch die Finsternisfrucht zwei Früchte zu essen. Es gibt deshalb auch möglicherweise andere Wege. Wenn wir zum Beispiel mal drauf schauen, wie beispielsweise Fangfried funktioniert, das Schwert von Spandam. Das ist ein normales Schwert mit einer Teufelsfrucht, und zwar mit der Elefantenteufelsfrucht. Dabei haben aber Gegenstände wie zum Beispiel eben Schwerter keine eigene Seele, und dennoch hat es Vegapunk geschafft, eben diesen Gegenständen eine Teufelsfrucht zu geben. Und jetzt befinden sich die Strohpiraten auf Egghead Island, auf Vegapunks Insel. Vegapunk kann so gesehen eigentlich Gott spielen, so wie es aussieht. Er kann, so wie es aussieht, das Wetter der Insel komplett manipulieren, denn das generelle Klima von Egghead Island, was wir gesehen haben, ist natürlich Schnee und Kälte. Wir sehen aber dennoch beim ersten Blick auf Egghead Island, dass an der Küste Palmen sind und dass das Ganze eben sehr stark an eine Sommerinsel erinnert. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Vegapunk auf der Insel eine Sommer- und eine Winterseite so gesehen hat, beziehungsweise generell Bereiche hat, in denen es eben ein Sommerklima gibt und an denen es ein Winterklima gibt. Und das Ganze erinnert natürlich schon sehr stark an Punk Hazard, weil Punk Hazard ja auch die Eis- bzw. die Schneeseite hat und die Magma-Seite. Und ähnlich werden wir es, so wie es aussieht, auch haben auf Egghead Island, dass es eben Sommerregionen gibt und dass es Winterregionen gibt. Und allein das zeigt ja schon, wie unfassbar intelligent und krass Vegapunk eigentlich ist. Und wir haben ja auch von Oda erfahren, dass wenn ein bestimmter Wissenschaftler auftauchen wird, dann werden wir alles über Teufelsfrüchte erfahren. Und wir können zu 99% davon ausgehen, dass Oda auch Vegapunk meinte. Denn Vegapunk ist eben, so wie es aussieht, die einzige Person, die dazu in der Lage ist, Teufelsfrüchte in Gegenstände reinzustecken. Und somit wird eben Vegapunk genau diese Person sein. Er wird möglicherweise auf die Teufelsfrucht von Ruffy, auf die Nika-Teufelsfrucht besonders reagieren, weil er sie zum Beispiel gar nicht kennen könnte, weil sie im Buch der Teufelsfrüchte nicht vermerkt ist, weil die Regierung eben diese Teufelsfrucht versucht zu verschleiern. Aber auf jeden Fall, wenn Vegapunk es schafft, Teufelsfrüchte in Gegenstände reinzustecken, wie eben in Schwerter oder beispielsweise in eine Kanone, wie eben Fifi auf Alabasta, dann können wir davon ausgehen, dass Vegapunk auch dazu in der Lage ist, eine zweite Teufelsfrucht in einen normalen Menschenkörper reinzustecken. Denn ja, auch bei einem Gegenstand ist die Teufelsfruchtseele so gesehen in der Überzahl zu normalen Seelen, und deshalb könnte es auch möglicherweise bei einem Menschen funktionieren, wie zum Beispiel eben Ruffy, dass auch da die Teufelsfruchtseelen in der Überzahl sind und es dennoch funktioniert bei Ruffy mit den Teufelsfrüchten. Das wäre auf jeden Fall möglich, natürlich auch unwahrscheinlich, aber dennoch, wir befinden uns gerade bei Dr. Vegapunk im Arc und an sich wäre da alles möglich, auch in Bezug auf Ruffy. Ich denke, Dr. Vegapunk wird vor allem gehighlightet in Bezug auf Ruffy. Natürlich spielt Sanji bei Vegapunk eine Rolle oder zum Beispiel auch Nami wegen dem Wetter, Chopper wegen der Medizin zum Beispiel auch, aber vor allem sollte der persönliche Fokus von Dr. Vegapunk bei Ruffy liegen, wie ich denke. Und möglicherweise wäre da eben alles rund um Teufelsfrüchte möglich und dann wäre natürlich auch vorstellbar, dass Ruffy in den Besitz kommen könnte einer weiteren Teufelskraft. Aber ja Leute, schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Theorie in die Kommentare. Lasst sehr gerne Daumen nach oben da und ihr könnt natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren. Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei wart und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann und ciao.